wie gesagt, denn da oben, das ist eine ziemlich große, flache Wiese. Ja. Da kann man aber nicht hin, wir fahren so. Mhm. Im Moment fahren wir so. Mhm. Und da kommst du da mit dem Auto hin, ist zwar über Rennsteig. Jetzt haben wir eine Luftschicht mit 9 km/h in die Richtung. Wir sind noch schon 40 Minuten in der Luft. Ich sagte gerade 9, jetzt haben wir 10 km/h. Der Ballon, also wir nicht, aber der Ballon, ja. Nein, wir bewegen uns ja mit dem Wind, deswegen merkst du nicht. Ach so. Ich hab mir gedacht, weil wir tiefer sind als der Ballon, dass wir es nicht mehr merken, oder Ballon. Hier ist der Schießstand, guck mal. Da. Sehen. Wir sind runter auf 838, 39 Meter von 2000, wie viel gesagt, 550. Ja. Thank you.
praktisch verhohlen runter kommst und fährst dann nicht vor zum Schießstand, sondern ein bisschen weiter nur und da rechts voran. Der Wind macht heute, was er will. Alle 10 Meter geht er anders. Achso, wieso gelandet ist natürlich cool, ne? Heute? Ja. Naja, wo muss ich nur treffen, ja? Groß genug ist es. Bergwacht ist nicht weit. Ne, der Bergretter sind ja keine Bergwacht mehr. Ach so. Das sind ja Bergwacht. Ne, die sind ausgetreten aus der Bergwacht. Glaube ich. Fahren wir so. Da, rennt er zwischen Bäumen. Vielleicht kommt er noch raus. Da ist ein Hirsch, es war auch einer mit Geweih. Vielleicht kommt er rechts raus. Der ist jetzt halt neben der Baumgruppe drinnen, scheiße. Oh. Lauf doch mal weiter. Günther. Jetzt war sie verpisst. Jetzt haben sich ins Unterholz geschlagen. Nur zur Richtung Turm. Tempo-Turm, ne? Der Wiese will er uns nicht tragen. Nee. Schade. Ich versuche mal bis über die Kuppel. Da sind sie wieder. Da vorne, guck mal. Seht ihr sie? Ja, schön. Aber schön. Schön gesehen. Da. Ehrlich. Er alleine. Das ist der Große. Da hinten ist der Hirsch. Jetzt dreht er um. Der Freifläche direkt vor uns. Der springt da. Jetzt auf dem Rennsteig. Der tüpft da rüber. Siehst du, nicht ein Spiegel. Den Arsch. Schade. Jetzt ist er da drin im Unterholz, jetzt hüpft er weg. Jetzt springt er noch zwischen den Bäumen lang. Da ist er immer noch. Ach, Hirsch. Hier vorne direkt. Der war jetzt hier da. Da, wo jetzt der Schatten drauf zieht. Da noch ein Stück weiter hoch. Jetzt ist er natürlich weg. Der ist jetzt weg, Achtung. Noch zwei. Das waren Rehe, also Kühe. Oh, die hat so ein bisschen Gewalt gebracht. Ja. Mensch, hol dir Tagesgeräte, da haben wir sogar Wind. Und die Sperren hast du gesehen. Da oben die Kühe. Guck dann nur. Tja, jetzt müsstest du lenken können. Ja. Was? Jetzt müsstest du lenken können. Ja, das wird dann einen schönen Landweg. Okay, ja, super. Hier
bisschen unterwärts die Wies. Das ist alles hier, was an der Straße liegt, sind alles hier so Hanglage. Ja, Wiese ist Wiese. Das Hanglage ist so. Da steht er, ich sehe noch. Das ist aber ein Reh ohne Höhe. Zwischen den Bäumen. Wo ich, links, da ist der Schatten. Links vom Schatten. Da dreht sich jetzt ist er weg. Hat ein Brüllen nicht aus. Das ist jetzt weggehüpft. Das war erschrocken. Die anderen sind nicht normal. Nee. Aber wir treiben es, glaube ich. Ah, da ist er. Aber hast du gesehen? Da ist er wieder. Wir treiben den quasi ein bisschen. Na, na, das war der eben. Hast du noch gesehen? Na ja, ich sag mal, in der Geschwindigkeit kommen wir noch bis runter ins Tal. Wenn wir sehen, wie der Wind sich verhält, ob er nicht dann wieder seitlich wegmacht. Ach da, da nee. Ja. Und jetzt rechts ist, seht ihr schon. Ja, ich weiß.